Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge über den Yamaha MODX bzw. Yamaha Montage. Was ich euch heute zeigen möchte, habe ich selber noch nicht probiert. Es wird also tatsächlich eine Live-Vorführung und zwar möchte ich mit dem iPad über die Software Bandhelper bzw. Setlist Maker die Live-Sets des Yamaha MODX umschalten. Dafür verwende ich ein iPad Air 2, ein Apple Camera Connection Kit und ein USB-Kabel, was natürlich hinten im Yamaha steckt. So, als erstes starte ich meine App, in diesem Fall Bandhelper, und komme dann normalerweise in diesem Menü raus. Hier habe ich meine einzelnen Projekte angelegt. Da ich das gestern schon vorbereitet habe, werde ich jetzt nur grob zeigen, wie das geht. Also ich gehe in mein Projekt FabFive rein, weil ich dafür den MODX fertig mache. Dann gehe ich unter Repertoire und dann gehe ich unter MIDI-Geräte. Hier habe ich jetzt den Kronos von früher schon. Gestern habe ich den MODX angelegt. Dafür klickt man einfach auf Plus. Dann kann ich hier den Namen eingeben des Gerätes, wähle dann hier einen Anschluss aus. Wenn ich den MODX dann verbunden habe mit dem iPad, sieht man hier MIDI MODX 1, MODX 2, MODX 3. Dann wähle ich den 1er aus. Hier wähle ich den Kanal aus, auf dem ich den MODX ansprechen möchte. Dann hier die Nummerierung. Ich weiß, dass der Yamaha von 0 bis 127 arbeitet und nicht von 1 bis 128. Das ist grundsätzlich egal. Man muss nur wissen, dass es verschoben ist. Hier wähle ich das Projekt aus, in dem das Gerät angezeigt werden soll. Und ja, hier den Benutzer, da ich alleine bin, ist das kein Problem. So, jetzt gehe ich mal einmal hier auf den MODX. Hier sieht man schon, was ich da alles eingestellt habe. Hier sieht man jetzt natürlich nur den einen Anschluss, weil der gespeichert ist. Das MODX nicht dran ist. So, dann gehe ich hier raus und da muss ich ein MIDI-Preset anlegen. Und zwar habe ich mir dafür ausgesucht 1000 und eine Nacht und dein ist mein ganzes Herz. So, hier sind jetzt schon einige Geräte von vorher drin. Die brauche ich eigentlich nicht mehr, die kann ich auch rausschmeißen. So, jetzt habe ich hier den MODX. Mit dem MSB, dem LSB und dem Program. Und da habe ich mir vorher rausgesucht, dass der MODX im Live-Setlist-Mode beim MSB auf die 62 reagiert. Der LSB ist für die Page zuständig. In diesem Fall bin ich auf der ersten Seite, deswegen 0. Und mein Programm ist das Programm 4, deswegen die 3, weil der MODX von 0 bis 127 arbeitet. Das gleiche habe ich mir dann nochmal für Dein ist mein ganzes Herz angelegt. Das ist auf Speicherplatz 1, deswegen hier die 0. Das ist es im Grunde schon gewesen. So, und wenn ich jetzt die beiden Songs wähle, also mit 1000 und einer Nacht funktioniert, dann ist mein ganzes Herz und er springt hin und her.